Hallo und herzlich willkommen zu The Witcher. Ja, Leute, erst einmal, was ich sagen möchte, der Vergangenheitsaktiv ist echt eine dumme Sau. Wir haben jetzt in der letzten Folge eigentlich so viel Zeit verplempert, Coleman zu suchen. Dabei ist Coleman eigentlich näher, als wir denken. Weil ich beim Schneiden halt gesehen habe, dass wir beim Wirt vom haarigen Bären eine Option hatten, die wir nie gedrückt haben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt überlesen habe. Wir können aber jetzt offiziell festhalten, dass wir es hier schwarz auf weiß haben. Akif ist echt ein verkreuzter Professor. Zu laut. Ich habe immer das Gefühl, ich schreie hier immer an. So, Spiel, genau, weiter spielen. Weil ich habe immer das Gefühl, ich schreie hier. Er bringt nur Ärger! Er bringt nur Ärger! Ja. Bis auf die alte Vettel, aber bei der Musik habe ich immer das Gefühl, ich schreie immer an. Oder ich schreie gegen das Spiel an, so rum. In einer dieser dunklen Gassen hat jemand nach euch gerufen? Ich sag, ich habe meine Abmachung mit Jethro und habe meine Ruhe. Beziehungen sind alles. Wenn er Schnee von mir will, soll er sich's verdienen. Machen wir es mal mit Coleman. Das Gasthaus zum haarigen Bären. So, weil, was wir nicht gesehen haben, ist nämlich, ja, wie gesagt, hier haben wir Coleman nicht gefunden, ne? Aber... Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? So, und ich weiß zwar nicht, warum wir, weil wir hatten, ich hab's beim Schneiden gesehen in der letzten Folge, ich hatte zweimal diese Dialogoption mit Coleman. Und wir sind immer auf das Zimmer gegangen oder haben irgendwie meditiert. Aber wir sind niemals hier rauf gegangen und dann hätten wir mit der Quest abschließen können. Ich sag ja, Akif ist... Wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Ich bin einfach blöd. Ich bin einfach zu dumm. Nein, ich will nicht so hart mit mir ins Gericht gehen. Ansonsten kommt wieder... Sei nicht so hart zu dir selbst, Akif. Nein, ja. Ich war einfach verpeilt. Aber dafür können wir jetzt mal eben fragen... Habt ihr irgendwo Coleman gesehen? Ihr habt wohl mit dem Lump Geschäfte gemacht und dann ist er verschwunden, richtig? Könnte man sagen. Ihr habt Glück. Das Unfallrisiko unter seinen Geschäftspartnern ist extrem hoch. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Abends sammelt er Transporte auf dem Deich ein. Aber wenn ihr ihm einen Dienst leistet, fragt nach, warum er ihn geleistet haben wollte. Na gut. Wir werden euch für alles, was ihr herausfindet, gut belohnen. Ist das so? Ade. Noch habe ich niemandem was getan. Weil jetzt können wir nochmal zurück zum Deich und dann werden wir auch Coleman finden. Also das mit dem Deich war schon richtig, aber wir mussten erst mit dem Shankwirt geredet haben, um halt das zu triggern, dass auch Coleman jetzt am Deich halt ist. Ich hoffe, dass der jetzt auch da steht, nicht, dass wir erst zum Abend halt hin zu ihm müssen. Ich hasse diese Taugenichtse. Seit meine Tochter... Ach, trinken wir einen. Okay. Okay. Ja gut. Und wenn das alles wäre, was ich gesehen habe? Seid ihr sicher? Ihr verliert die Hälfte eures Goldes. Wartet, da kommt jemand. Das ist dieser weißhaarige Kerl. Er hat uns entdeckt. Vorsicht, er ist ein Hexer, der ist gefährlich. Endlich die Anerkennung, die ich verdiene. Hexer? Das war ein nettes Schwätzchen. Hört auf, den Dummen zu spielen. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Und ihr habt mich nie bezahlt. Hier sind 100 Orens. Verratet mich nicht. Warum nicht? Ich
Helfe Vincent, die geheime Organisation der Salamandra zu zerschlagen. Besonders erfolgreich seid ihr aber nicht. Oh, weil irgendein Dummkopf dauernd Salamander tötet und unsere Fallen und Pläne sabotiert. Habt ihr eine Ahnung, wer? Nein, aber wenn ich ihn finde, setze ich seinem Treiben ein Ende. Das machen wir mal nicht. Ich meine, wenn wir jetzt zum Schankwirt gehen und wir Coleman verraten, kriegen wir nochmal 500 Euro. Das würde eine Menge für uns ausmachen. Wenn wir mal eben kurz gucken, wie unser Geldetat aussieht. Ja, aber guck mal, wir haben 4000 Euro. Wir haben 4049 Euro. Das ist, wir haben Geld genug, Leute. Wir müssen jetzt nicht noch 500. Natürlich, es wäre natürlich schön, halt, ne? 500 Euro noch drauf, aber. Weiterspielen. Darauf können wir verzichten. Wir können darauf einfach verzichten. Deshalb machen wir das jetzt nicht. Und gucken einfach mal im Questlog, was haben wir denn so eigentlich jetzt auf? Was könnten wir noch machen? Berengas Geheimnis, der Ertrunkenen-Totenvertrag, ein Würfelspiel, Gedächtnis einer Klinge. Wir könnten Taler gehen. Wir könnten jetzt, da wir... Oh, haben wir Ratze abgeschlossen? Wenn ich Coleman bloßstellen will, muss ich zum Schankwirt gehen. Haben wir Ratze Verfolgung beenden? Wir gehen einfach mal zum Schank. Es kam zu neuen Massakern im Anderlingviertel. Die Raupen nicht sagen, Großmeister. Ach, war das ein... Jack der Aldersberg, ne? Der Großmeister. Ihr bringt nur Ärger! Ihr bringt nur Ärger! Ey, wir kriegen von den Omas nur das zu hören, ey. Ich... Ja, euch ist es schon bestimmt aufgefallen. Ich habe eine besondere Beziehung zu Omas. In Resident Evil. Die Mutter. Obwohl, da gibt's ja auch eine richtige Oma. Ich helfe jederzeit. Dann aus der Dark Occult-Zeit die Oma und jetzt hier auch wieder die Omas. Ich habe echt ein ganz besonderes Verhältnis zu alten Frauen. So. Wir speichern vorher. Deich. Ja. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Ich habe Coleman gefunden. Oh, Boxfleisch wirst du bestimmt gern, wo er steckt. Ich habe ihn erwischt, wie er Informationen weitergegeben hat. Das ist natürlich, ne? Ich habe seine Spur verloren. Ich habe nur das Gold für den Job abgeholt. Ein Jammer. Coleman hat sich in letzter Zeit seltsam verhalten. Ich habe nichts Außergewöhnliches gesehen. Naja, ich hatte gehofft, ihr hättet was rausgefunden. Ade. Und jetzt können wir auch zum Detective, weil wenn wir jetzt zum Detective gehen, wird Coleman sterben. Weil wir den Anderlingen vorher in Kapitel 1 halt die Waren überlassen haben. Beziehungsweise den Scoia'tael. Deswegen... Aber jetzt haben wir die Quest, die mit Coleman in Verbindung stehen, haben wir mitgenommen. Das haben wir im Stream, oder das habe ich auf dem alten Spielstand, wo wir gestreamt haben, habe ich das nicht gemacht. Das heißt, ich habe ein bisschen Erfahrungspunkte mit... So. Die Sache ist, wir könnten jetzt auch zu Taler gehen. Komm, wir machen das mal. Ey. Sultan. Ja? Ach so, nee. Lebt wohl. Ein philosophisches Gespräch reicht mir. Jetzt wäre halt die Frage. Die Frau sagte, ich soll aus ihrem Garten verschwinden. Drum habe ich auf ihre Blumen gepisst, damit sie hübsch werden. Rassist!
Wollt ihr euch lustig machen oder mich angrapschen? Verschwindet! Die Raupenneck sagt, nur ein toter Elf ist ein guter Elf. Die Anderlinge sind alle gleich. Die Elfen sind am schlimmsten. Ich hasse diese Taugenichtse, seit meine Tochter... Ach, trinken wir einen. Was wollt ihr? Weise Zwerge sind eine seltene Gattung. Ich sehe selten Hexer, dennoch gaffe ich sie nicht an. Wollt ihr meine Waren sehen? Ja, was verkauft ihr denn? Und bei dem könnten wir tatsächlich so einige Bücher kaufen. Ja, also wie gesagt, auf die 500 Euro können wir verzichten. Wir haben genug. Wir haben einfach genug, Leute. Ich wünsche, ich könnte das auch von mir im Real Life sagen, dass ich Geld aus, dass ich das ausschlagen kann. So, wir gucken mal eben kurz, was mit Vincent Mais hat los. Was gibt's, Hexer? Was gibt's, Hexer? Bis dann. Ja gut, das ist noch nicht so das, was ich mir erhofft habe, aber gut. Für Leuwarden müssen wir das ja auch noch machen. Okay gut, dann werden wir mal zu Thala gehen, würde ich sagen. Ist das Thalas Haus? Ja, Thalas Haus. Machen wir das mal. Ja, die Texturen, man sieht das schon. Es ist ein altes Spiel, Leute. Es ist einfach ein altes Spiel. Erstmal da runtergehen, dann erstmal den ganzen Loot einfach nehmen, ne? Na, was das alles hier beherbergt, ich weiß ja nicht. Ja gut, Thala hat also keine versteckten Reichtümer, obwohl der hier sehr luxuriös wohnt. Also ich würde schon sagen, das ist halt einer der besser gestellten Wohnungen. Ich bin Hehler. Ich kaufe und verkaufe. Womit handelt ihr denn so? Mit allem, was sich lohnt. Hm. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Die Wachen haben ein Hexerschwert bei euch gefunden. Erstens heißt das die schwanzlutschenden Wachen. Zweitens, was geht euch das an? Ein anderer Hexer, Berengar, hat euch aufgesucht. Es war nicht sein verdammtes Fleischermesser. Woher wisst ihr das? Ich hab den anderen Plunder eures Freundes noch. Das Schwert habe ich woanders her. Anderen Plunder? Genau, das bedeutet alles, nur kein Schwert, klar? So wie seine vollgepissten Unterhosen zum Beispiel. Wie kommt ihr an Berengars Eigentum? Ihr lasst nicht locker, hä? Von einem Zwischenhändler. Wo finde ich ihn? Im haarigen Bären. Ich glaube kaum, dass er mit euch reden wird. Der Mann heißt Coleman. Also, woher habt ihr das Schwert? Was springt für mich raus? Ich steche euch nicht ab.
Faires Angebot. Ich habe seinen Mann in der Taverne zum haarigen Bären abgekauft. Wärt ihr bitte so höflich, ihn zu beschreiben? Nicht nötig. Er ist der berühmteste Würfelspieler hier. Ein echter Magier. Erklärt mir, warum die Wachen euch tolerieren. Haha, das ist streng vertraulich. Man muss eben wissen, wie man gut über die Runden kommt. Gut über die Runden kommt? Sowohl die scheiß Wachen als auch die bekackten Diebe brauchen mich. Ich habe Abmachungen mit beiden. Und das macht mich unberührbar. Ach so. Also, was darf's sein? Wollt ihr Wertsachen umverteilen? Wir sehen uns später. Heißt das, wir müssen jetzt wieder in die Taverne, um mit Coleman zu reden? Heißt das wirklich, wir müssen jetzt wieder in den haarigen Bären? Scheint wohl so, ne? Die Götter haben einen Boten mit Flammenschwert geschickt. So ein Unsinn. Eine garstige Bestie in einem Drache. Vielleicht wurde der Sendbote in einen Phantomhund verwandelt. Möglich. Ja, er ist zu stark. Zieh ihm eins mit der Fahne über und sag's deinem Bruder. Denk an deine Kinder. Du hast recht. Dem zeig ich's. Dem zeig ich's, ja. Gut, dass wir noch nicht zu, zum Detektiv gegangen sind. Ich glaube, damit sollten wir auch erstmal warten. Coleman hat noch durchaus seinen Wert. Der Boss kümmert sich um sie und wir um sie. Ich hoffe, dass Coleman immer noch da im haarigen Bären ist. Das sehen wir jetzt ja gleich. Wollt ihr was kaufen? Ich hab gehört, ihr macht Geschäfte mit Thaler. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Nicht besoffen. Ihr langweilt mich. Wollt ihr was kaufen? Ich hab gehört, ihr macht Geschäfte mit Thaler. Kümmert euch um euren eigenen Kram. Ihr langweilt mich. Wollt ihr was kaufen? Adieu. Müssen wir jetzt echt Schnaps bei dem kaufen? Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Nein, ah! Ihr kämpft wie ein Mädchen! Hallo, möchtet ihr etwas essen? Oder führen euch andere Gründe her? Was für andere Gründe? Wir haben ein sehr bequemes Bett hinten. Was darf's sein? Mit dir nach hinten gehen, aber ich möchte erstmal was kaufen. Ja.
Wollt ihr was kaufen? Den trinken wir unter den Tisch. Den trinken wir unter den Tisch. So. Ich saß mit meinen Kumpels rum, Gilom. Und ich soff mir einen, dann schlug ich meinem Weib aufs Aug. So sah sie mich nicht weinen. Und sie... lachte. Oh, mir ist schwindelig. Was? Ein Hexer? Steckt ihr etwa auch mit den Salamandern unter einer Decke? Schon mal einen Hexer gesehen? Jep. Als ich diese Sumpfbauern getroffen habe, hab denen eine Hexerausrüstung abgekauft. Echt billig. Ein gutes Geschäft. Hab alles für das doppelte Gold an Taler verkauft. Die Ziegelbrenner haben's ja fast verschenkt. Gut zu wissen.